Herr Tjaks, malen Sie uns mal ein Bild. Die Mobilität der Zukunft, wie sieht die aus und vor allen Dingen, was sind die Erfolgsfaktoren, die wir dafür brauchen? Also die Erfolgsfaktoren sind eigentlich klar, die Menschen müssen ökonomisch effizient, ökologisch klimaneutral von A nach B kommen und dafür ist die Mobilität der Zukunft natürlich digital. Sie ist in größeren Teilen autonom. Sie wird in der inneren Stadt auch sehr aktiv sein, also indem wir selber Fahrrad fahren und zu Fuß gehen. Und wir werden sehr viel stärker auf den öffentlichen Nahverkehr setzen müssen, weil das ist das, was wir brauchen, um tatsächlich die Mobilitätswende zu schaffen. Es gibt ja viele Alternativen. Wir sind in Hamburg sehr gut ausgestattet innerhalb des Ring 2, weil wir haben Busse, U-Bahn. Aber gerade die Anbindung innerhalb der Metropolregion, die Außenbezirke, was haben wir hier für Alternativen, die wir auch auf der Hamburg vielleicht sehen, wo wir sagen, hey, das könnte man ja, da könnte man ja drüber nachdenken. Na, wir haben ganz klar, dass wenn wir über die größeren Themen denken, die die äußere Stadt und die Metropolregion bewegen, sind zwei Themen, die in den Fokus rücken. Das eine ist natürlich das autonome und vernetzte Fahren. Wir wollen bis zu 10.000 Autos im öffentlichen Nahverkehr hier fahren und zwar genau mit dem Ziel, in der äußeren Stadt die Mobilität zu verbessern und auch den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Das zweite Thema ist, wir müssen mit dem Bahnausbau vorankommen und hier steht ein innovatives Bahnsystem, das ist das Transportsystem Max Bügel, eine Magnetschwebebahn und wir wollen ja den Nahverkehr groß ausbauen. Momentan setzen wir natürlich noch auf schienengebundene Verkehrsmittel, aber das ist natürlich auch ein Thema, was man sich angucken kann. Es gibt ja nicht nur die Frage des individualisierten Personenverkehrs, sondern auch immer die Frage der Wirtschaftsverkehre. Wie kriegen wir es in Hamburg hin, dass wir die, die nicht umsteigen können, dass die sich mit denen vertragen und immer noch auf der Straße fahren können in 20 Jahren, dass wir da die Wirtschaftsverkehre auch im Laufen halten? Ja, zum einen ist es auch für die Wirtschaftsverkehre wichtig, dass diejenigen, die umsteigen können, auch tatsächlich umsteigen, weil das macht natürlich die Straßen auch frei. Der zweite Punkt ist, die Wirtschaftsverkehre müssen da, wo wir sie eben nicht reduzieren können, weil wir sie brauchen, müssen natürlich klimaneutral werden und dafür brauchen wir entsprechend andere Lastwagenkonzepte. Lastwagenkonzepte, die einmal emissionsfrei sind und zum zweiten vielleicht auch Lastwagenkonzepte, die sagen, okay, ich bleibe vielleicht vor den Toren der Stadt mit meinem LKW und in die Stadt hinein wird es anders transportiert. Das ist allerdings in vielen Fällen leider noch zu Zukunftsmusik.